Herzlich willkommen zu meinem Video. Heute erkläre ich, was Adjektive sind und wie man zusammengesetzte Adjektive bildet. Wir werden Beispiele dafür sehen, wie man Adjektive miteinander, mit Verben und mit Nomen kombiniert. Wenn du meinen Kanal Lernraum noch nicht abonniert hast, dann abonniere bitte jetzt und drücke die Bell-Notifikation. Adjektive beschreiben Nomen genauer. Darum heißen sie auch Eigenschaftswörter. Adjektive haben eine Grundform und werden klein geschrieben, zum Beispiel groß, klein, rot oder dünn. Hier wird der erste Buchstabe klein geschrieben. Um besonders genau zu beschreiben, kann man zusammengesetzte Adjektive benutzen. Man kann zwei Adjektive zusammensetzen. Man kann aber auch ein Verb oder Nomen mit einem Adjektiv zusammensetzen, um ein zusammengesetztes Adjektiv zu bilden. Dazwischen fügt man manchmal auch einen oder zwei Buchstaben ein oder lässt einen Buchstaben weg, manchmal auch zwei. Zusammengesetzte Adjektive werden natürlich zusammen und klein geschrieben. Zusammengesetzte Adjektive gibt es häufig in der Umgangssprache oder in der Werbung. Wir sehen uns einige Beispiele mit zwei Adjektiven genauer an. Hier sind zwei Adjektive: hell plus blau ist gleich hellblau. Ein Beispiel dafür ist, das Kleid von Anna ist hellblau und passt perfekt zu ihren Augen. Ein anderes Beispiel: super plus schlau ist gleich superschlau. Ein Beispiel dafür ist, der Detektiv im Buch war superschlau und löste jeden Fall im Handumdrehen. Jetzt sehen wir uns einige Beispiele mit einem Verb und einem Adjektiv. Zum Beispiel arbeiten plus willig ist gleich arbeitswillig. Man lässt hier en weg und fügt den Buchstaben s ein. Ein Beispiel für dieses Adjektiv: die neue Mitarbeiterin ist sehr arbeitswillig und erledigt ihre Aufgaben schnell und zuverlässig. Jetzt sehen wir uns ein anderes Beispiel an. Schlagen plus kräftig ist gleich schlagkräftig. Hier fallen die Buchstaben en weg und wir müssen keinen zusätzlichen Buchstaben hinzufügen. Das Team präsentierte eine schlagkräftige Argumentation, die alle überzeugte. Schlagkräftig bedeutet, wenn etwas oder jemand schlagkräftig ist, dann ist es oder er sehr stark und überzeugend. Jetzt sehen wir uns einige Beispiele mit einem Nomen und einem Adjektiv an. Sprache plus gewandt, sprachgewandt. Hier fällt der Buchstabe E weg und wir müssen hier keinen weiteren Buchstaben hinzufügen. Tom ist sehr sprachgewandt und kann sich in vielen Sprachen gut ausdrücken. Gewandt ist ein Adjektiv und bedeutet, dass jemand in einer bestimmten Tätigkeit geschickt ist. Ein anderes Beispiel: Verantwortung plus bewusst, verantwortungsbewusst. Hier fügt man einen Buchstaben S ein. Lisa ist sehr verantwortungsbewusst und erledigt ihre Aufgaben immer sorgfältig. Manchmal bildet man zusammengesetzte Adjektive wie folgt. Das Motorrad fährt schnell wie der Blitz. Es fährt blitzschnell. Hier blitzschnell ist ein zusammengesetztes Adjektiv. Ein anderes Beispiel: sie ist so schön wie ein Bild. Sie ist bildschön.
Noch ein Beispiel für zusammengesetzte Adjektive. Er ist so arm wie ein Bettler. Er ist bettelarm. Jetzt fassen wir den Inhalt zusammen. Um besonders genau zu beschreiben, kann man zusammengesetzte Adjektive benutzen. Man setzt zwei Adjektive zusammen, um zusammengesetzte Adjektive zu bilden. Man kann aber auch ein Verb oder Nomen mit einem Adjektiv zusammensetzen, um ein zusammengesetztes Adjektiv zu bilden. Dazwischen fügt man manchmal auch einen oder zwei Buchstaben ein oder lässt einen Buchstaben weg, manchmal auch zwei. Zusammengesetzte Adjektive werden natürlich zusammen und klein geschrieben. Zusammengesetzte Adjektive gibt es häufig in der Umgangssprache oder in der Werbung. Ich hoffe, du hast den Inhalt dieses Videos verstanden. Wenn nicht, dann schau dir es nochmal an. Schreib mir bitte unten im Kommentarbox, ob du den Lerninhalt hilfreich findest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.